Ja, Yoshimo kann besondere Fallen stellen. Und Yoshimo ist ein Kopfgeldjäger. Mit auch relativ guten Stats für einen Kopfgeldjäger. Wir könnten ihn noch zum Kämpfer zusätzlich machen, aber das lassen wir mal bleiben. Weil eigentlich brauchen wir ihn wirklich als Kopfgeldjäger eher. Er ist uns übrigens auch ein paar Stufen voraus. Wie man sehen kann, er ist schon Stufe 10. Während wir hier mit 6, 7 und so weiter rumdümpeln, minst sogar nur mit Stufe 7. Aber das ist halb so wild. Er kämpft mit Pfeil, Bogen und einem Katana. Kann halt auch eine Lederrüstung tragen. Ihm könnten wir jetzt eine verstärkte Lederrüstung, also einen beschlagenen Lederwams geben. Da hat er schon mal bessere Rüstungsklasse. Er könnte mehr tragen als Yahira. Nicht den Schlüssel. Den brauche ich selber. Deswegen geben wir mal ein paar Sachen rüber. Imoen, gib ihm mal noch mehr Pfeile. So. Ja, Hira kriegt die Schriftrollen dann. Weil wir ihm andere Gegenstände rübergepackt haben. Helme kann er leider nicht tragen, er trägt nämlich eine Kapuze. Die bringen ihm leider nichts. Deswegen behält die mal Imoen. Oh, das an Yahira. Und solche schweren Sachen mal weg von ihr. So, fünf Sachen können wir ihm noch reinstopfen. Manchmal ist das Mausklicken in Baldur's Gate-Teilen ein bisschen frickelig. So. Ja. Die könnten eigentlich auch zu ihm. Da geht das Schild mal zu Minsk. So, und Edelsteine zu mir hoch. Ja, okay. Ich hoffe halt einfach mal, dass wir die Sachen von Imoen nachher wieder kriegen. Ich warte, was immer ihr wünscht. So, jetzt gucken wir es erstmal hier weiter um. Und da war gerade irgendwas Böses zu hören. Ja. Wir haben leider unseren Hasszauber nicht mehr. Ihr werdet mich nicht hier festhalten. Die Dienerin der Natur ist bereit. Die Rache ist mein. So, das war das erste Mephidenportal. Okay. Los, spuck es aus. Das zweite bombardieren wir einfach mal. Kein Problem. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Ihr könnt ruhig wieder aufstehen. Da ist ein Magma-Mephit. Die sind auch nicht schön. Jetzt wäre ich aber mal froh, wenn ihr wieder aufsteht. So.
So, noch ein Portal ist kaputt. Jetzt ist das Portal los, kaputt. Auf geht's. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Nein, 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 nicht Imoen töten. Töte Minsk von mir aus. Wenn Kampf der einzige Ausweg ist, dann sei es drum. So, jetzt noch das Portal. Minsk, trete zur Seite. Hier kommt die Gerechtigkeit. Tja, ja. Jeder so. Hat mal seinen, siehst du die Schlacht wo? Strahlungsmephit. Ich bin bereit. Jetzt müssen wir immer ihn heilen. Ich warte, wenn es das ist, was ihr wollt. Wurde aber auch Zeit. Keine Heilung mehr übrig. Ja, wir sehen aber alle noch einigermaßen gesund aus. So, hier gibt es ziemlich viel drin. Euer Wunsch ist mein Begehr. Erstmal liegt hier jemand. Auf diesem Tisch liegt eine Leiche. Offenbar wurden an ihr Experimente durchgeführt. Es ist schwer zu sagen, wann der Tod eintrat. Khalid? Ja, das ist Khalid. Khalid? Nein, das muss eine Illusion sein. Ein Traum, ein schlechter Traum. Wo sind die Spiegel? Wo sind die Hebel, die man umlegen kann? Wir müssen herausfinden, wo er versteckt ist, Khalid. Verdammt! Seid verdammt! Seid verdammt, ich werde die das getan haben. Eigentlich diejenigen, die das getan haben. Die Herzen aus dem Leib reißen. Ich werde ihnen ihre schwarzen Herzen rausreißen. Ich werde also... Ja, Hira geht auch vollkommen ab. Ich nein. Das ist Khalid. Was ist mit ihm geschehen? Das ist nicht wirklich, oder? Er kann einfach nicht tot sein. Schaut es so aus, als ob der Narr es endlich geschafft hat, dass man ihn umbringt. Er kann nicht einfach tot sein. Seid still. Bitte keine Worte mehr. Worte bedeuten nichts. Ich kannte ihn nicht, aber ich traure um euren Verlust. Fremder, niemand, ich werde mir eure Worte nicht länger anhören. Verschwindet. Ein tapferer Mann ist hier gefallen, aber es ist kein Grund, Beleidigungen gegen die Lebenden loszulassen. Hier, Bo wird euch beruhigen. Lydian, Afor gegen die Natur. Was könnt ihr und euer dummes Nagetier schon wissen? Was könnt ihr schon wissen? Keine Worte mehr. Erspart euch eure Ansprachen, erspart euch eure klugen Sprüche. Die einzige Stimme, die ich hören will, ist für immer verstummt. Nie mehr, nie. Nein. Silvanus, führe das Licht zur Quelle. Führe diesen Mann zu dem Schicksal, das er sich rechtmäßig verdient hat. Bei Willen der Natur, was gegeben wurde, wurde zurückgegeben. Was Aufruhr war, ist nun Frieden. Khalid, Stern meines Herzens, möge meine Liebe den Weg leuchten. Wir müssen uns beeilen, bevor uns noch jemand bemerkt. Wir müssen einen Weg aus diesem Grab herausfinden und zum Licht der Oberfläche zurückkehren. Gehen wir. Nur das war aber eine kurze Zeit der Trauer. Dann standet ihr euch wohl doch nicht so nah, wie ich dachte. Wir wollen keine Zeit mit nutzlosen Klagen vergeuden. Was geschehen ist, ist geschehen. Das war's. Ich hoffe ja doch, dass ihr euch ein wenig mehr Mühe gebt, mich zu retten, sollte ich fallen. Es gibt vielleicht eine Möglichkeit, um ihn ins Leben zurückzurufen. Sollten wir es nicht zumindest versuchen? Ja, es stimmt. Es gibt mächtigere Zauber, die selbst ihn zum Leben erwecken können, die seit langer Zeit tot sind. Doch diese Zauber kosten denjenigen, der sie wirkt, viel. Ich bin nicht bereit, das von jemandem zu erbitten und auch Khalid wäre damit nicht einverstanden. Wir leben in einer Zeit der Wunder und die Natur erlaubt die Wiedergeburt zahlreicher, die dahingeschieden sind. Aber dennoch gibt es manchmal einen Zeitpunkt, an dem man jemanden gehen lassen sollte. Dann werden wir die Ruhe seines Körpers nicht mehr weiter stören. Wir werden sie dahinter durch unsere zukünftigen Taten würdigen. Gut, wenn ihr weint, obwohl ich immer noch der Ansicht bin, dass ihr schlicht und einfach aufgebt. Wir werden ihn ehren. Das ist der Lauf der Dinge. Dieses Verbrechen wird nicht ungesühnt bleiben
Und ich werde nicht ruhen, bis der Gerechtigkeit genügend getan wurde. Wenn es uns möglich ist, werden wir dafür sorgen. Genug, ich möchte diesen Ort jetzt verlassen. Ja, Hera. Ich möchte euch sagen, wie leid mir das mit Kalib tut. Ich weiß, wie schwer es ist. Nein, du weißt gar nichts. Es ist nicht die richtige Zeit für dieses Gespräch, mein Kind. Hört auf, mich Kind zu nennen. Ich bin genauso alt wie Talisa und außerdem weiß ich, dass Kalib nicht gelitten hat. Was faselt ihr da, Imoen? Ich bin jetzt nicht in der Stimmung. Ich quassele nicht. Ich habe gesehen, wie er es getan hat. Kalib war bereits tot, als unser Entführer begann, diese Dinge mit ihm anzustellen. Ihr habt es gesehen? Ihr habt zugesehen, als es geschah? Ja, ich musste zusehen. Er schnitt und zeigte es mir. Er zwang mich, die Augen aufzumachen und zuzusehen, wie er... Hört auf, ich will das nicht hören. Er sagte, ich solle zusehen, damit ich verstehe, aber ich weiß nicht, was er wollte. Er hat geschnitten und gesagt, seht ihr? Geschnitten und gesagt, seht ihr? Seid ruhig, Kind, ich will nichts mehr hören. Gut. Ist was los? Also hier lang? Dann gucken wir uns noch im Raum um. Hier sollte nämlich irgendwo auch noch mal ein Schlüssel rumliegen. Beschwörungsschlüssel, genau den da. Zwei Schlüssel sogar. Ja, und ich wollte Yoshimo eigentlich die ganzen Sachen, also Tränke von Imoen geben. So, die kannst du tragen. Minz kann Pfeil und Bolzen nehmen, die er nicht benutzen kann, aber die dann weg sind. Ja, Hira hat keinen Platz mehr. So. Ja gut, geben wir die ganzen Schlüssel mal immer hin. Das hier ist der Portalschlüssel, aber die Schlüssel hier meine ich. So, dort muss ich halt wieder Hämmer und so weiter ablegen. Bei Hammer und Kurzschwert ist eigentlich... Obwohl, Kurzschwert dürfte eigentlich noch gerade was wert sein. Aber der Hammer zum Beispiel... Und das Beil hier, das kann zum Beispiel weg. Die ganzen Beile können weg, die sind ein Gold wert. So... Gut, jetzt haben wir wieder etwas Freiraum. Hier. Und ja, bei Imoen. Gut. Ich warte. Dann, das heißt, wir gucken uns die anderen Sachen noch an. Hier war nichts. Goldring ist auf jeden Fall was wert, der kommt mit. Genau wie die Schriftrolle, die wir noch nicht identifizieren können. Nee. Gut. Okay, das heißt, wir haben uns hier auch alles angeguckt. Den Fass, den Tisch. Haben wir auch schon in die Truhe hier oben reingeschaut. Nein. Feuerstab, Schlüssel und Pfeile. Pfeile braucht Yoshimo. Ja, dann haben wir hier Platz für die Zauberstäbe, die ich nämlich alle gerne hätte. So, wir haben zwei Türen. Und hat wieder einen Dungeon-Bereich. Ich möchte allerdings hier erstmal eins Save machen. So, das wäre dann Let's LP 002. Speichern. So ist er da.
Jo, ist da. Gut. So, und dann sehen wir uns gleich wieder.